Und da sind wir wieder auf unserer schönen Lichtung, wo wir angefangen haben. Frage mich auch gerade, ob sich die Ressourcen eigentlich wieder regenerieren. Also irgendwas quietscht und fietscht hier immer. Als würde... Ja, ich weiß. Das ist so fies. Warum ist dieses Inventar immer so schnell voll? So, wir haben ja davon eh schon was im Raumschiff. Aber man kann das Zeug ja auch alles handeln, habe ich gesehen, gegen verschiedene Sachen, die man dann vielleicht nicht selber bauen kann. So, na, jetzt werden wir gleich mal gucken, ob wir auftanken und abheben können. Dann machen wir einen auf Major Tom. Ha, selbst den Impulsantrieb konnte man ein klein wenig aufladen. Hui. Wir können fliegen! Ah, das sieht doch mal nett aus hier. Guckt euch das mal an. Raumschiff starten. Erreicht. Ja, nur landen muss man natürlich auch können. Oh, das sind die Geschütze gewesen. Mit Maus hochfliegen, um die Atmosphäre zu verlassen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die Atmosphäre verlassen will. Vielleicht will ich auch noch mal gucken. Kann ich ja eigentlich auch abbauen damit? Die Frage ist auch, wie kann ich hier eigentlich so ein Ding landen, ne? Oh, was ist denn das da? Das ist ja interessant. Aber wie kann ich landen? Ich will landen. Hallo. Ich muss doch irgendwie landen können. Ich kann doch bestimmt hier irgendwie runtergehen. Ah, okay, mit E. Oh, ich habe, glaube ich, keinen so guten Landeplatz ausgesucht, aber naja. Ich habe da hinten nämlich dieses komische Dingsbums gesehen. Das Schiff wird immer angezeigt, gut. Nicht, dass wir es irgendwann mal aus den Augen verlieren und dann heißt es, hey Mann, wo ist mein Raumschiff? Abklatsch von, hey Mann, wo ist mein Auto? Aber das konntet ihr euch sicherlich schon denken. Ja, da haben wir aber einen guten Platz gefunden. Was ist denn das für eine rosane Station? Irgendwelche Mädels sich hier was gebaut oder was? Oh, guck mal, da läuft ein kleiner Dinosaurier. Guck mal, da, der ist niedlich. Oh. Warte, ich will dich füttern. Oh, jetzt ist er freundlich. Jetzt haben wir ihn gezähmt. Ja, ne? Du brauchst nicht weglaufen. Das ist doch freundlich. Wir können kleine Tierchen zähmen. Vielleicht können wir sie sogar als Haustier, benutzen. Oh. Hat er uns was gesucht und gefunden? Substanz. Gold. Aha. Sucht er uns jetzt, sucht er für uns jetzt Gold. Ist ja niedlich. Akmorgav-Ebenen. Mhm. Ja. Aber ich. Nein, nicht ihr schon wieder, ey. Alter. Verpiss dich. Wo ist denn der hin? Gauen. Wo ist denn der? Mieser Kleiner.
Ein Überbrückungsschiff erforderlich. Aha. Ja, vielleicht kriegen wir hier einen. Ja, sag mir das doch nicht immer. Energiekanister. Energiekanister. Was haben wir hier? Ah, Kracker im Dingsbums. Ah, beschleunigtes Feuern. Mhm, kann man dann herstellen und dann können wir besser schießen wahrscheinlich. So. Und hier brauchen wir einen Überbrückungschip. Die Frage ist, kann man einen Überbrückungschip im Inventar herstellen? Ich muss erstmal was ins Raumschiff schicken. Dann nehmen wir das. Überbrückungschip, Plutonium und Eisen. Wir brauchen Eisen. Okay, Eisen kriege ich hier aus den Bäumen. Achso, den Blitzwerfer sollte ich vielleicht erstmal aufladen, falls das Viech wieder kommt. So, jetzt müsste ich diesen Überbrückungschip doch bauen können. Ich bin immer verwirrt mit diesen Inventarplätzen hier. Ja, genau. Ja, da bin ich aber interessiert, was da passiert, wenn ich das benutze. Aha. Planetare Ortssignale, Antwort, Monolith, koloniale Außenposten, Übertragung, Unterschlupf. Koloniale Außenposten? Aha, da hinten irgendwo. Verstehe. Und Monolith? Ach, da brauche ich immer wieder neue Überbrückungschips. Oh Gott. Aber wir haben wenigstens schon mal eine interessante Sache gefunden. Ein Außenposten der Kolonie. Werde ich mich auf jeden Fall mal auf den Weg machen, dorthin. Das Gute ist, wir müssen nicht mehr alles zu Fuß erkunden. Und ich weiß auch ungefähr, wie ich fliegen und starten und landen kann. Ja, das kriegen wir schon hin. Ne, hier war's. Zack, aufgeladen. Sehr schön. So, vielleicht können wir ein bisschen mal joggen zum Raumschiff hier. Zum Glück waren hier keine feindlichen Viecher in der Nähe. Das eine hat man ja gefüttert, das war ja sogar freundlich. Ich find's cool, wenn man hier so ein paar Haustiere sich holen könnte. Ach, da fliegt wieder irgendwas. Hey, na, wie geht's dir? Ah, warum läufst du denn weg? Ich will dich nicht schießen. Will ich nur ein bisschen knuddeln und lieb haben. Und außerdem ist hier mein Raumschiff. Was habe ich denn jetzt schon wieder erreicht? Wieder zum Raumschiff zurückzulaufen. 5000 U zurückgelegt, was auch immer U ist. Meter. Ülometer. So, dann fliegen wir mal da, wo Richtung Außenposten angezeigt wurde. Was haben wir hier noch? Ah, da können wir auch einen Überbrückungschip theoretisch machen. Ich kann gar nicht niedriger fliegen, um das Ganze hier irgendwie
näher ranzubringen. Ich höre nur ein... Was haben wir hier? Ja, kann ich nichts machen damit. Hier ist wieder ein Überbrückungschip erforderlich. Ja. Aber auch kein Landepunkt direkt hier. Ach doch, da. Ja, dann aktivieren wir den mal gleich noch mit. Mal gucken, was wir da kriegen. Ich versuche jetzt erstmal gerade so ein bisschen so viel wie möglich zu aktivieren. Faszinierende Perle. Boah, warum nicht? Ein Atlaspass V1 nötig. Muss ich den auch herstellen? Kann ich den herstellen? Nee. Kann man nicht direkt herstellen. Gut, dann weiß ich nicht, wo ich den Atlas Pass 1 herbekomme. Aber ich werde mal zu diesem Außenposten fliegen. Vielleicht kriegen wir da was. Da hinten ist auch noch irgendwas Interessantes, was auch immer das sein könnte. Auch nochmal wahrscheinlich so eine Zone. Geh nochmal dort runter an der Stelle. War doch gerade so ein Ausrufezeichen. Ja, dort. Ist aber auch schwierig anzupeilen mit dem Schiff, wenn man das nicht ordentlich fliegen kann. Ich weiß gar nicht, wir haben nichts gefunden. Achso. Isotope. Plutonium, gut, das können wir zum Auftanken benutzen. Wo ist mein Schiff? Wo ist mein Schiff? Da. Jetzt haben wir schon ein volles Schiffsinventar. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Um das wieder leer zu bekommen dann. Dann wahrscheinlich erstmal ein paar Sachen wegschmeißen. Operationszentrale, wollte ich dahin? Ja, ich flieg mal dahin. Vielleicht bringt uns das was. Mal gucken. Es ist aber schwierig. Man kann auch nicht wirklich zielen. Man wird so richtig geleitet. Man kann gar nicht so wirklich was machen mit dem Raumschiff, außer links und rechts fliegen. Hoch und runter geht gar nicht. Kommt vielleicht später noch. Ich habe so Bilder gesehen, wo man durch so Höhlen fliegen konnte und alles. Ah, mit Shift kann man schneller fliegen. Hm. Interessant. Ist nur die Frage, ist das jetzt auf der Seite vom Berg oder auf der anderen Seite vom Berg? Was haben wir da noch? Hier müsste ich mal landen. Was denn Lustiges hier? Man weiß es nicht. Entdecken ist immer gut. Wir beschlagnahmen das einfach alles. nehmen das für uns in Besitz. Nichts gefunden. Gesundheit. Gesundheitsstärkung. Aber was das ist, weiß keiner. Kann man auch nichts mitmachen, oder?
Anzug-Upgrade. Ah. Neuer Platz. Kann ich nur einmal benutzen, wie es aussieht. Ah, aber schön, wir haben einen neuen Platz. Na, jetzt wissen wir auch, wie wir Anzüge upgraden können. Solche Sachen finden. Was? Nicht genug Treibstoff? Habe ich schon so viel Treibstoff verbraucht? Oh Gott. Verbraucht sich aber echt schnell. Bin ich aber gespannt hier auf die Operationszentrale. Oh, das sieht wirklich sehr nach einer Zentrale aus. Kann ich da irgendwie direkt landen? Er fliegt gar nicht weiter, oder? Er will wohl vermeiden, dass ich da direkt auf dem Dingens lande oder so. Dann gehen wir halt hier runter. Was passiert eigentlich, wenn man mitten im Raum, also im Weltraum dann strandet, weil einem die Triebwerke und alles ausgegangen sind? Der Pollzugkrater. Ah, hier sind sogar Türen und alles. Interessant. Nickel. Oh, Nickel habe ich noch gar nicht gefunden. Boden ist aus Nickel. Aha. Der Boden ist aus Nickel? Das ist ja mal interessant. Frage ich mich natürlich auch, wie tief man da gehen kann damit. Ich muss mal Raumschiff-Inventar ausleeren. Mal gucken, was wir vielleicht nicht brauchen können. Schildblatt, Energiespeicherungseinheit mit erhöhter Kapazität. Ich bin in dem Inventar des Exo-Anzugs. Achso, das gehört eigentlich in den Exo-Anzug. Hm? Hier können wir Sachen, die hätten wir verkaufen können beim Handelsdingsbums. Hm. Wir können bestimmt das Raumschiff-Inventar auch noch upgraden. Hier sind nämlich auch noch Plätze frei, wie ich das sehe. Bloß die Frage ist, was braucht man jetzt nicht? Das hier muss weg. So. Ein Gag-Amulett. So ein Gag aber auch. Gag-Nip, ein Nahrungsmittel. Noch ein Gag-Nip. Was auch immer man damit machen soll. Wahrscheinlich verkaufen oder so. Brauchen kann man es ja eigentlich nicht. Stahl verstärkt zerstören. Kann ich das überhaupt zerstören? Nicht wirklich damit? Vielleicht damit? Ah. Oder brauche ich auch ein Stück dafür? Oh oh, das hätte ich wohl nicht tun sollen. Wo? Da. Ich glaube, da kommen noch ein paar. Oh, von unten? Ehrlich jetzt? Wo kommen die denn her?
Wo denn? Upsi. Durch den Boden? Ehrlich jetzt? Oh, 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 oh. Ach, das ist das Viech da, oder was? Ja, sehr gut. Ich habe auch so einen Strahl. Das war klar. Die sind beide zum Glück unterirdisch. Haben wir Schwein gehabt. Puh, das war ein bisschen knapp jetzt gerade. Aufprallschaden Täter, aha. So, hier hatte ich doch noch die andere Drohne irgendwo geschossen. Wo waren die runtergekommen? Ich wollte doch diesen Kanister aufsammeln. Mann, oh. Da, ne? Aber wo ist denn der jetzt schon wieder? Oh mein Gott, wie groß ist denn das Viech? Aua. Alles nur, weil ich so ein Ding angegriffen habe? Ist so eine Tür? Ehrlich jetzt? Alter. Oh ja, ich merk's gerade. Man sollte nicht auf Türen schießen, die man nicht selber öffnen kann. Ah. Sind die Einheiten jetzt wieder abgehauen? Ich hoffe doch stark. Schon wieder ein Meilenstein. Fünf Wächter zerstört, okay. Ja, und mich auch fast umbringen lassen, aber wie es aussieht, vertrage ich ja einigermaßen was. Schade, dass wir die große Wächtereinheit nicht killen konnten. Ich nehme mal noch ein bisschen Nickel mit. Wer weiß, wann wir mal wieder so ein Nickelvorkommen finden. Schade, die Tür kriegen wir halt nicht, ne? Da brauchen wir eine stärkere Waffe mal dafür. Die sieht zwar schon ziemlich angegriffen aus, aber riskieren will ich es jetzt eigentlich auch nicht, weil sonst bin ich dann gleich fällig. Vielleicht kann ich die Tür auch mit dem Raumschiff einschießen. Das wäre doch eigentlich eine Idee. Die Tür mit dem Raumschiff angreifen ist vielleicht gar nicht mal so doof. Ansonsten muss ich mich halt von dem Planeten verpissen. der arme Planet. Ich habe schon wieder sehr, sehr wenig Energie. Ich da auch ganz. Ist das ein Monolith da unten? Was zeigt er mir eigentlich dort an? Da ist noch was. Ist noch was Grünes. Auf dem Schirm. Was könnte das denn sein? Ist das ein Mond, den er da zeigt? Sieht man gar nicht. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? Da.
Kann ich da direkt irgendwie auf die Tür schießen? Ich muss einen anderen Anflugwinkel machen. So, jetzt sehe ich auch die Tür. Scheiße. Na gut, wir standen mal ins Weltall. Bin gespannt. Oh ja, es sieht schon mal sehr interessant aus. Impulsantrieb aktivieren. Ja. Oh, cooles Ding. Okay, der hält dann von alleine an und kann ich mir aussuchen, wo ich hinfliege? Er zeigt mir hier verbleibender Treibstoff, so und so viel, aber... Hyperantrieb bauen, Hyperantrieb auftanken, aha. Sternsystem verlassen. Mhm. Muss also irgendwie versuchen, einen Hyperantrieb zu bauen. Und die Technologie erlangen. Ich frage mich jetzt nur, wo ich rauskomme mit dem Ding hier. Okay, ein Ding eingehendes Signal entdeckt. Wow, was machst du denn? Da will ich doch hin. Scanner wird aufgeladen, aha. Woher weiß ich denn, wenn der Scanner jetzt fertig aufgeladen ist? War es das? Habe ich jetzt gescannt? Was? Halten, um aus Asteroiden was zu... Oh, scheiße, das Ding ist aber auch nicht einfach zu fliegen. Wie fördere ich Dingsbums aus dem Zeug? Ich hab's nicht richtig gesehen. Ah ja, ich weiß. Ich muss irgendwas weg. Das Ding hau ich jetzt weg. Oh, das lässt sich aber auch beschissen steuern. Was heißt denn hier Inventar voll? Ich hab doch freie Inventarkapazitäten hier. Ah, muss wieder irgendwas wegschmeißen. Deflektorschild, Titan. Was kann ich denn wegschmeißen? Platin. Habe ich noch nicht gebraucht, so wirklich. Ah, ich schmeiß jetzt diese Perle weg, auch wenn die wahrscheinlich übelst wertvoll ist. Wieso denn nicht? Ja, und nun?
Kann ich da jetzt hinfliegen oder nicht? A und D gemeinsam gedrückt halten. Achso, A und D. Nicht B und S. Kann ich den damit auch wieder deaktivieren? Oh mein Gott, das ist... Was passiert eigentlich, wenn ich auf so einem Planeten knalle? Dann explodiere ich, oder? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich eventuell den Planeten hier zu schnell erreiche. Aber wir kommen näher. Das ist schon mal gut. Ich weiß, dass eine Signalübertragung entdeckt wurde, aber ich komme ja nicht hin. Eine Raumschifffahrt, die ist lustig. Eine Raumschifffahrt, die ist schön. Da kann man Planeten auch mal von anderen Seiten sehen. Es wird dann auf jeden Fall interessant, wenn wir einen Hyperantrieb haben, dann kann man von Sternsystem zu Sternsystem reisen. Und ich hoffe mal, dass man auch mit so ein paar Upgrades dann die Manövrierfähigkeiten und sowas verbessern kann, dass man dann richtig gut mit dem Raumschiff auch fliegt oder fliegen kann. Jetzt muss ich schon wieder Dingsbums Ranium sammeln. Ja, das wäre natürlich super, wenn man... Sprengt gleich den Planeten hier. Ja, Überhitzung. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. So, jetzt habe ich was gesammelt, um es aufzuladen. Aber die Ankunft ist ja eh in 23 Sekunden. Also ich glaube nicht, dass ich nochmal einen Hypersprung machen muss. Ich kann aber noch ein bisschen Dinge sammeln, um einfach meinen Hyperantrieb für die nächste Reise ein bisschen besser aufzuladen. Jawohl. Oh, und wir treten in die Atmosphäre ein. Oh mein Gott. Ah, nicht wegfliegen. Nicht wegfliegen. Versuche das Signal anzupeilen gerade. Da muss es sein. In die Richtung, in die Richtung, in die Richtung. In die Richtung, jawohl. Runter, runter. Du musst runtergehen. Nicht nach oben fliegen. Was machst du denn? Alter Falter.